Welcher Weg führt aus der vierten Welle? Die Frage beschäftigt auch einen Forscher in Sachsen. An der Fakultät für angewandte Computer- und Biowissenschaften der Hochschule Mittweida berechnet Professor Christian Schneider, wie sich die Infektionszahlen entwickeln könnten. Und mit welchen Folgen? Bei unserer Forschung geht es darum, Kapazitäten abzuschätzen, mögliche Szenarien durchzuspielen und dann möglichst optimal auf so eine Pandemie reagieren zu können. Seine Computermodelle berücksichtigen unterschiedliche Faktoren, die ähnlich wie bei einem Uhrwerk miteinander verzahnt sind. Eine wichtige Rolle spielt das Kontaktverhalten. Mit wem, wo und wie oft kommen Menschen zusammen? Welche Kontaktbeschränkungen bestehen bereits? Die Eigenschaften des Virus sind ebenfalls relevant. Wie lange dauert eine Infektion? Wie viele werden schwer krank? Und wie verläuft die Ansteckung? Auch die Schutzwirkung der Impfung wird berücksichtigt. Wie viele Menschen sind bereits geimpft? Wie gut schützt die Impfung vor Übertragung? Und wie lange hält der Schutz an? All diese Parameter sind wichtig, um das zukünftige Infektionsgeschehen zu berechnen. Kürzlich wurden einige Maßnahmen verschärft. Unter anderem gilt in Gastronomie und Verkauf 2G. Doch können die Maßnahmen die vierte Welle brechen? Geht man von diesen Verschärfungen aus, würden wir immer noch eine massive vierte Welle sehen mit bis zu über 150.000 Neuinfektionen pro Tag bundesweit, wobei das auch schon die Dunkelziffer inkludiert. Ein zweiwöchiger Lockdown vor Weihnachten ab morgen wäre extrem effizient darin, den Trend umzukehren und letztendlich die vierte Welle um bis zu 40% zu reduzieren. Da Omikron erst zu einem späteren Zeitpunkt sich durchsetzen wird und die Prognosen vor allem auf das Infektionsgeschehen, das jetzt von der Delta-Variante dominiert wird, Aussagen treffen. Dadurch kann man einmal davon ausgehen, dass die Modelle noch für die nähere Zukunft passen werden. Wenn man von den momentanen Maßnahmen ausgeht, würde das für die Mortalität bedeuten, dass wir auf bis zu 250.000 Todesfälle gehen, wenn man davon ausgeht, dass die Behandlung der schweren Fälle nicht wesentlich verbessert wird. Ein Lockdown hätte hier eine massive Erleichterung. Man würde die Mortalität um die 30.000 Tote senken durch diesen zweiwöchigen Lockdown vor Weihnachten. Einen ganz massiven Effekt auf die Mortalität hat dann auch noch einmal die Impfung. Wir gehen davon aus, dass grundsätzlich eine Impfpflicht 95% aller über 12-Jährigen erreicht. Das sind nicht alle. Es gibt immer Menschen, die man nicht impfen lassen kann, weil sie Vorerkrankungen haben, weil sie Allergien haben oder weil sie beharrliche Impfverweigerer sind. Aber letztendlich wäre das sicher noch ein weiterer positiver Effekt, der sich auch auf die Krankenhausbelegungen positiv auswirken würde. Dadurch hat man auch wieder eine Stück weit Reduktion von einigen tausend Toten, weil eben die Impfung sehr, sehr gut vor schweren Infektionen und vor Sterblichkeit schützt. Auch wenn solche Prognosen immer nur auf dem aktuellen Kenntnisstand beruhen können, so zeigen sie doch eindeutig, jede Impfung hilft, die Zahl tödlicher Verläufe zu senken. Und ohne einen weiteren Lockdown werden wir die vierte Welle voraussichtlich nicht brechen.